Oli Lang, wir sind schon auf dem Heimweg. Der Finale gegen Österreich ist knapp verloren gegangen. An was hat es gelegen? Ja gut, über das ganze Turnier muss man sagen, ist Österreich der verdiente Sieger. Sie haben eine super Vorrunde gespielt und haben auch in dem Finale natürlich eine super Leistung gebracht. Aber wir haben definitiv alles können abfordern und haben dagegen gehalten. 2-2 gestanden zwischenzeitlich. Wir haben sogar Ersatzball zum 3-2 in Führung gegeben. Und am Schluss ist vielleicht der ein oder andere Ball mal ein Zuspiel zu wenig, mal ja, ein Schlag. Aber ich würde gar nicht unbedingt im Detail suchen, weil es ist ein super Match auf höherem Niveau gewesen. Und ja, wir sind wirklich knapp dran, sind eigentlich auch zufrieden mit Silber. Ich glaube, heute haben wir wirklich mal Silber gewonnen und nicht Gold verloren. Was ist so dein Fazit über das ganze Turnier? Ja gut, über das ganze Turnier muss man natürlich sagen, haben wir schon auch sehr glücklich agiert in dem, dass wir eigentlich eine schlechte Vorrunde spielen. Im letzten Vorrundenspiel gegen Italien ganz knapp gewinnen und nachher einen souveränen Sieg landen im Halbfinale gegen Deutschland. Aber einfach, ja, um es vielleicht einfach im Sport nochmal auf den Punkt zu bringen, gegen Italien der letzte Ball 14-14, geht auf die Linie, wir gewinnen, das Turnier verläuft anders, ist der Ball draussen. Würden wir jetzt vielleicht da sitzen und wären nur Dritten oder sogar Vierten. Dann sieht man wieder mal im Sport, wie nah das zusammen ist. Ein Ball kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Dann würden wir jetzt da sitzen und ich wäre ein schlechter Trainer und hätte nur schlechte Spieler, hätte einen schlechten Assistent. Und jetzt ist es für uns gehalten und jetzt haben wir fast alles richtig gemacht. Und darum, Sport ist immer sehr, sehr eine knappe Sache. Gratuliere zur Silbermedaille. Danke vielmals.